Hier spricht Sven vom Politikstammtisch. Ich begrüße euch zu diesem neuen Beitrag. Die AfD zieht auch in Sachsen-Anhalt an der CDU vorbei. Anderthalb Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sieht eine neue Umfrage die AfD knapp vor der regierenden CDU. Leute, diese Umfrage war natürlich eine Erhebung des Instituts INSA für die Bild. Aber selbst bei dieser Umfrage liegt die AfD vorn. Also, laut der am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Instituts INSA für die Bild kann die CDU von Ministerpräsident Rainer Haseloff bei dem Urnengang, das ist das richtige Wort, am Sonntag kommender Woche mit 25% der Stimmen rechnen. Knapp 5 Punkte weniger als bei der Wahl vor 5 Jahren. Die AfD-Umspitzenkandidat Oliver Kirchner wird bei 26% gesehen. Gut 1,5 Punkte mehr als im Jahr 2016. Auf dem dritten Platz folgt die Linke mit 13% bei einem Minus von gut 3 Punkten. Leute, meiner Meinung nach sind die 13% der Linken die letzten Überbleibsel der damaligen DDR, sogenannte Schmauchspuren. Die Grünen erreichen 11% und könnten ihr Ergebnis mehr als verdoppeln. Junge, Junge, ich wusste gar nicht, dass wir auch in Sachsen-Anhalt so viel Handaufzuchten haben. Na gut, machen wir weiter. Die SPD steht leicht geschwächt bei 10%, während die FDP mit 8% bei einem Plus von gut 3 Punkten nach 2 Legislaturperioden die Rückkehr in den Magdeburger Landtag schaffen würde. Die regierende Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen hätte keine eigene Mehrheit mehr. Bereits in Sachsen war die AfD in dieser Woche aus einer INSA-Umfrage als stärkste Kraft hervorgegangen. CDU, Grüne und SPD kämen demzufolge lediglich auf 43%. Und so wird der Slogan der CDU, SPD, Grünen und FDP und Linke auch in diesem Jahr heißen: Regieren, wie auch immer. Vor der Wahl wird sich natürlich gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben und nach der Wahl krauchen sie so zusammen, wie sie es brauchen. Naja, Leute, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und am lustigsten sind danach immer diese Begründungen. Die späteren Koalitionspartner finden dann komischerweise immer Gemeinsamkeiten. Naja, so ist das nun mal am Hofe der Multidilettanten. Das war Sven vom Politikstammtisch. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst gerne einen Like da, kommentiert und teilt die Beiträge. Schaut auf unsere Partnerkanäle. Über ein Abo freuen wir uns natürlich. Bleibt gerade und bis bald.